Hallo und herzlich willkommen zu diesem Replay von World of Tanks und heute will ich euch mal einen Panzer zeigen, den T-22 Medium, der für viel Gesprächsstoff innerhalb der Community gesorgt hat, weil es diesen nur über die Missionen gibt und die Missionen wirklich sehr schwierig zu schaffen sind. Der Panzer selber ist allerdings wirklich gut und ich habe mir deswegen einen Replay mal von dem gezogen, wo man dann doch mal sehen sollte, was so in diesem steckt. Also optisch ist er natürlich schon ein Schnittchen, gerade mit diesem runden Turm. Also er hat schon irgendwas. Und er ist wohl auch sehr gut. Und ich habe mir natürlich nicht irgendein Replay rausgesucht, sondern ich habe mir schon Sahne-Replay rausgesucht. Also von dem her sollte da für jeden von uns was Schönes passieren. Wir sehen 10-9-8er Gefecht. Sogar unten ein 7er hat sich reinverirrt. Küste im Standard, in der Standardausführung. Also von dem her, das kann man sehr gespannt sein. Und er fährt jetzt hier erstmal auf die 1er-2er, zusammen mit dem CDC. Da hat es mich auch schon vor kurzem einmal so richtig ordentlich zerlegt. Aber in dem Fall geht's gut. Erst Snapshot auf den Centurion. Da hinten kommt noch ein T-44 nach. Der bekommt auch gleich noch eine rein. Gegner hat keine Arti. Von dem her, da sehr gut, dass er hier so wirken kann, ohne dass er da was befürchten muss, sondern er kann sich hier einfach mal konzentrieren auf die Jungs da drüben. Und der Action X, der hat schon richtig Probleme hier mit ihm. Und da bekommt er gleich noch einen. Also der tut mir schon fast leid. 1352 Schaden schon auf den Centurion. Ah, der erste, der mal nicht klappt. Und jetzt hinten auf den T-44, der klappt wiederum auch. Also fast jeder Schuss ein Treffer. Ja, da hat der Centurion sich aber sehr sicher gefühlt. Das war klar, dass der nicht lang hält. So, jetzt auf den E-50, aber der funktioniert ausnahmsweise mal nicht. Der T-44 hält hier weiter mit Premium-Munition gegen ihn, aber mit einem 8er auf den 10er darf man auch gerne mal Premium schießen. Also da keinerlei Kritikpunkte. Zündet den T-54 jetzt an, allerdings hat er das Glück, dass der automatische Feuerlöscher das Schlimmere verhindert. 3000 Schaden hat er schon auf der Uhr. Da jetzt auf den E-50. Nochmal auf den E50. Und jetzt ist der T54 auch mal weg. Wahnsinn, wie er hier wirken kann. Alle Zeit der Welt. Und weiter geht's geradeaus. So, da vorne Löwe. Und da jetzt auf den Waffenträger. Also wirklich eine sehr genaue Kanone, wie man sieht. Also Snapshotten geht mit dem wirklich fantastisch gut. E50 ist der erste, der ihn jetzt mal trifft. Und was immer schön zu sehen ist, er schaut immer nach dem Schuss direkt, wo ist er getroffen. Und wenn er mal nicht trifft bzw. abprallt, dann schwenkt er mit der Maus links und rechts, weil er sich so ärgert. Ganz lustig. So, jetzt ist der auch weg. So, und jetzt kommt er gleich auf den Waffenträger bzw. auf den Löwen drauf. So, dafür hat er nicht mal Auto-Aim gebraucht. Auto-Aim jetzt aber. Und der ist jetzt auch weg. Und jetzt fährt er zurück, weil er weiß, da sind viele Gegner. Also ich muss sagen, er schaut optisch wirklich gut aus. Im Sinne von spielbar gut. Also jetzt nicht optisch gut, sondern ich kann mir schon vorstellen, warum man den gerne haben will. Jetzt muss man fuck, we get for this shit. Ja. So, und da jetzt nochmal auf den Ferdi. Und der Ferdi hat da natürlich eine Route gewählt, die wirklich nicht clever ist. Deswegen ist er da jetzt weg. Wir sind schon bei 5988 Schaden und fast 6000. Und fast 6 Kills, so wollte ich sagen. Jetzt bin ich hier von den Werten mittlerweile schon auch sehr beeindruckt. Wie er hier sammelt, das
absolut nicht schlecht. 3 im Cap, jetzt muss er zurück. Aber da werden sie decapped. Und jetzt fährt er da auf den E75. Da ist noch E5. Jetzt muss er hier den KV4 unterstützen. Sein Team kommt auch so langsam wieder zurück. Ist auch wichtig. So, da jetzt E75 da seitlich in den Helm. Die Maus ist natürlich noch ein starkes Stück. Und da sogar durch den Helm. Ah, der war... hat schon wieder so gewackelt. Das ist echt amüsant. So, da kommt der E5. Auch derzeit ein absolutes Monster. Aber der T22 macht es hier fantastisch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So. Und da jetzt seitlich noch auf den Helm drauf. Und jetzt hier oben. Wahnsinn, er kann wirken, wie er will. Das ist phänomenal. Und jetzt auch ihn hier zerstört. Jetzt zuletzt noch die Maus. Epic Win, T22 wird auch geschrieben. Diesmal geht er drüber. Aber jetzt kann er sogar drauf fahren. Ah, jetzt wäre er nicht gekettet worden, hätte er. Aber egal. Braucht er nicht gekettet, das langt ihm auch so. 9400. Höchstens die Frage noch, schafft er die 10.000 Damage oder nicht? Einen Hit bräuchte er noch. Ja, und tatsächlich 10.089 Schaden. Beeindruckend gut. Beeindruckend gut gespielt. Ja, dann danke ich heute fürs Zuschauen von diesem Replay of the Week. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.